Dienstagabend, herzlich willkommen zur Dinnerparty in Sat.1. Mein heutiger Gast ist ehrwürdiger Träger des Deutschen Fernsehpreises. Hier in Sat.1 erträgt er regelmäßig Hugo Egon Balder und Hella von Sinn bei Genial daneben. Hat aber eigentlich eine Show seit 14 Jahren, die seinen Namen trägt. Ich freue mich wirklich sehr auf Pierre M. Krause. Ich habe sehr früh festgestellt, dass ich Freude daran, also ich Spielfreude besitze und Freude daran habe, in irgendeiner Form Kreativität auszuleben. Das, was dieser Wein kostet, soll angeblich eine Ausgabe der Pierre M. Krause Show kosten. It's funny, cause it's true. Und das war natürlich eine riesen Party, weil Küken sind einfach wahnsinnig süß. Und flauschig. Bevor die in Schredder geworfen werden. Genau, ja. Und dann sind wir alle zu Kentucky Fried Chicken und haben gefeiert. AC/DC. Ja, komm, das ist gut. Now the end is near. I have to face the final curtain. Pierre Simon? Marcel Krause, oder? Jawohl, das ist richtig. Wann hat das letzte Mal jemand Pierre Marcel gesagt? Ich freue mich so, dass du nicht mit der Frage, wofür steht das M, beginnst. Ich habe recherchiert, ich bin Journalist. So. Ein Glas gibt's schon mal. Was wollen wir reintun? Was trinkst du? Ich trinke das immer, was der Gastgeber. Passend zur Sendung würde ich einen Primitivo trinken. So ein Zufall, das ist doch mein Lieblingswein. Ja. Habt ihr den wirklich besorgt? Das heißt voll. Ja, ja. Und zwar, ich sag mal so, der war nicht billig. Ich weiß, deswegen habe ich ja auch gesagt, dafür zahle ich doch Gebühren. Das, was dieser Wein kostet, soll angeblich eine Ausgabe der Pierre M. Krause Show kosten. It's funny, cause it's true. Macht man das, die Sendung trägt deinen Namen, weil du alles selber machst, ne? Das ist so ein bisschen der Grund, ja. Ja, es war zu teuer, eine Programmentwicklung auch noch in eine Namensgebung zu stecken. Man muss ganz kurz dazu sagen, also das war gerade kein Witz. Ne? Du machst wirklich seit 14 Jahren jede Woche eine Late-Night-Sendung. Ja. Das heißt, du bist, ich sag das nur für die Leute, die bisher im SWR-Fernsehen noch nicht gelandet sind. Wieso? Du bist quasi der einzig Überlebende aus der Zeit von Harald Schmidt. Naja, es gibt ja noch andere, die Late Night machen. Ja, aber die erfolgreich sind, meine ich jetzt. Das ist der Einzige. Ich bin sicherlich nicht der erfolgreichste von den drei, die es da gibt, das kann ich sagen. Aber ich gehöre zu einem, ich will nicht sagen aussterbenden, sondern einem wiederaufkeimenden Etablissement. Ich würde gleich total gerne mal mit dir drüber reden. Herzlichen Dank. Zum einen, wie man so lange im Fernsehen aushält, 14 Jahre lang. Zum anderen aber auch darüber, ob diese Idee einer Late Night Sendung was ist, was in Deutschland eine gute Idee ist. Das Lustige ist ja, dass sowohl du als auch deine Late-Night-Kollegen Klaas Häufer-Umlauf und Jan Böhmermann, dass ihr alle dreimal Team der Harald-Schmidt-Show wart. Ja, das kann doch kein Zufall sein. Ja, da frage ich mich, was hat der Harald euch damals mitgegeben? Oder meldet er sich heute? Nee, der meldet sich jetzt nicht mehr. Ne? Bei dir schon noch. Wir haben gelegentlich Kontakt. Ich schreibe eben einmal im Jahr eine Geburtstags-SMS. Und das ist der Kontakt, den wir haben. Nein, wir haben tatsächlich ab und zu Kontakt. Auf die SMS. Ja, genau. Schön auf die wenigen Leute, die noch SMS lesen. Auf Harald. Schön. Oh. Oh, das ist total gut. Er muss nur ein klein bisschen atmen. Das sage ich nur, um Ich anzugeben. Kann ihn in den Salatschüssel gießen, damit er ein bisschen mehr Luft zieht. Aber das ist wirklich, das ist ja jetzt keine Werbung, wenn man diesen Wein lobt. Ne? Auf gar keinen Fall. Der ist unbezahlbar für normale Menschen. Richtig, und für das Sat.1-Publikum sowieso. Sind wir doch mal ehrlich, sie können sich das nicht leisten, ganz ehrlich. Nein, der ist wirklich ganz fantastisch. Das ist dieses Sympathische, warum man diesen Menschen beim SWR-Fernsehen ja. versteckt. Nein, der ist wirklich teuer. Ich trinke den auch nur zu besonderen Anlässen. So wie heute. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass du kommst, weil wir können gemeinsam unsere Vergangenheit heute aufarbeiten. Super gerne. Zivildienst? Ja. Wo hast du Zivildienst gemacht? Ich war feige. Ich war bei Essen auf Rädern. Da sagt man ja so, wenn man den Zivildienst gemacht hat, dann hat man sich vor den großen Aufgaben der Gesellschaft gedrückt. Nee, also das ist ja auch eine wichtige soziale Aufgabe, Essen auf Rädern auszufahren. Deine Aufgabe im Altenheim war wichtiger. Das war eine Vorbereitung auf meine Karriere bei der ARD. Ich sehe das sozusagen die als Zuschauer. Stufe. Ja. Und es war eine harte Zeit. Das ist tatsächlich eine sehr harte Zeit gewesen. Aber ich will das heute nicht missen. Ich habe das in der Zeit gehasst. Wir mussten ja noch 13 Monate Zivildienst machen. Du auch, ne? Ja. Du hast das volle Programm gehabt. Ja, ja. Aber du bist natürlich nur rumgefahren und hast... Doch. Ja, oder? Doch. Ich bin morgens ins Krankenhaus gefahren, habe die Nachtische für die Omas und Opas geholt. Und dann bin ich um 9 Uhr in die Küche gegangen, habe das Essen in den Ofen geschmissen, hab die Thermoboxen gepackt und dann war die Tour so zweieinhalb Stunden. Ding Dong, hallo Frau Meier, darf ich's aufmachen? Das war alles? Ja. Das gibt's doch nicht. Ja. Das war schon immer mein Schicksal. Das ist mein ganzes Leben, ich musste immer mehr arbeiten als andere. Für weniger Geld und weniger Erfolg. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es hat dir nicht geschadet. Nein, es hat mir wirklich nicht geschadet. Also ich muss auch wirklich sagen, ich
ich war damals immer ein Gegner der Wehrpflicht und heute denke ich schon, es ist mehr als nur das Lernen von Demut, sondern es ist ja, es erfüllt ja auch einen Sinn und einen Zweck, soziale Arbeit zu leisten und vor allem zu schätzen, dass es Leute gibt, die das machen, gegen eine wirklich miese Bezahlung. Mir hat das wirklich sehr viel gebracht. Und heute kommen die Leute einfach aus der Schule und hüpfen weiter ins Studium und so dieses Moment. Ich darf dir den Teller anreichen, damit wir uns setzen können. Dank. Bleiben wir jetzt hier oder setzen wir uns an den Tisch? Wir setzen uns an den Tisch. Sehr schön. Wir sind ja bei zivilisierten Menschen. Boah, dieser Wein ist, das habe ich, ist gut, ne? Der ist sehr gut, aber der ist wahnsinnig schwer. Also nicht im, sondern da muss man langsam trinken. Es ist reichlich eingedeckt, denn du hast dir Antipasti gewünscht. Ja, das ist total nett. Vielen Dank. Und weißt du warum? Nee. Zum einen, weil ich weil ich es lecker finde. Das ist eigentlich schon mal ein ausreichendes Argument. Und zum anderen, weil ich habe mir die Sendung natürlich angeguckt. Ich gehe ja nicht unvorbereitet in so eine Sendung. Im Gegensatz zu meiner Sendung gehe ich hier nicht unvorbereitet hin. Und es gibt nichts Schlimmeres als im Fernsehen essen. Man sieht nie gut aus, wenn man im Fernsehen isst. Und warum? Es ist für dich blöd, es ist für mich blöd. Und Antipasti kann man so schön... Man muss schon ein bisschen antizyklisch. Wenn ich den Mund voll habe, musst du reden. Deswegen ja Antipasti. Sonst wären es ja nur Pasti. So. Pierre M. Krause. Simon Beek. Es ist schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Du hast einen, wenn ich mir das angucke, ich glaube, so einen Lebenslauf grafisch dargestellt habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Aber als ich dir vor der Sendung gesagt habe, hier ist ein Stift, zeichne mal die Höhen und Tiefen deines Lebens ein, gab es offensichtlich viele Höhen und viele Tiefen? Oder ist das das klassische Leben eines Menschen, der in jungen Jahren schon vor eine Kamera geraten ist? Ich habe ein bisschen auch Jason Pollock-mäßig improvisiert. und ich habe ab 2005, sagen wir 2002, fing das bei mir mit dem Fernsehen und dem Showgeschäft an. Also so, dass es sozusagen eine pekuniäre Wirkung hatte, also dass es mein Beruf wurde. Und das sind sozusagen die Höhen und Tiefen des Showgeschäfts, habe ich da gezeichnet. Darf man uns mal Gabel als Dozentenstab benutzen? Also hier ging es los mit Fernsehen. Nee, das war noch in der Zeit, da waren noch Studium, Schule zu Ende, Zivildienst. Aber es beweist, dass man auf alle Fälle auf dem Weg zum Fernsehen mindestens 1 bis 2 mittlere Krisen haben muss. Ich bestehe aus Krisen. Ist das so? Ist, ja, natürlich, klar. Aber das ist, ich bin ein sehr reflektierter, hintergründiger Mensch. Und ich denke halt auch gerne mal nach über den Sinn des Lebens. Das glaube ich dir wirklich, dass du nachdenklich bist. Ja, das stimmt auch. Bist du so ein Ruhiger? In der normalen Welt ja, aber das ist, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die viele in performativen Geschäft mit sich bringen, dass man... Bitte aufhören, diese Wörter zu benutzen. Entschuldigung, Sat.1, ganz vergessen. So Showleute, Tänzer, wie man bei euch im Privatfernsehen sagt, Leute, die kochen oder tanzen, so Showleute, dass sie, wobei die nicht, ich glaube, die sind immer Mittelpunkt, ne? Die sind immer on. Die sind immer on. Also, ich nicht. Kurz. Ja, schein. Weißt du, was ganz schlimm ist, wenn du mit Leuten... Brokkoli zwischen den Zähnen? Nee, nein, das sieht gut aus, du kannst das gut. Wenn du mit Leuten unterwegs bist und du isst, und dann reden die ganze Zeit, bis das Essen kommt. Und sobald das Essen da ist, sagt er dann, aber Pierre, erzähl du doch mal. Ne? Gerne. Schaltest du dich da, Pierre, bewusst auf still? Oder kommt das einfach automatisch, sobald die Bühne weg ist oder das Rotlicht? Wenn es dir unangenehm wird, wenn ich zu intim frage, sagst du Bescheid, ne? Ist das schon zu intim? Ah, weiß ich nicht. Okay, nein, gar nicht. Warte, ich nehme vorher noch was zum Essen in den Mund, dann kann ich besser antworten. Du bringst mich mit diesen privaten Fragen so ins Schwitzen. Ich ziehe mal kurz mein Jackett aus, weil sonst schwitze ich so laut, dass man es nicht mehr hört. Bitte leg was ab. Was ich sage. Leg ab. Hatten wir es auch noch nicht, dass sich jemand in der Sendung ausgezogen hat, oder? Ja, ich mache das auch nicht wegen des Mikrofons, sondern weil ich wirklich sehr schwitze. So. Da bleibst du aber nicht lange liegen, weil du weißt, Überraschungsgast in der Dinnerparty. Wer ist mein Überraschungsgast? Ja, deswegen haben wir den Überraschungsgast genannt. Ich bin ganz viele Namen durchgegangen und es fällt mir niemand ein, der bereit wäre, für mich in so eine Show zu kommen. Ich kann dir jetzt schon verraten, es ist ein Mensch, ich sage bewusst nicht, ob Frau oder Mann, die, / der, dich viele Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt mindestens begleitet hat. So, Herr Gott, jetzt mal drüber nachdenken. Meine Ex? Ist das alles juristisch bindend, was wir hier besprechen? Die Frage ist, ob das alles ernst gemeint ist von dir. Da freue ich mich aber. Ich bin wirklich gespannt. Ich dachte, es ist jemand anders. Thomas Anders? Nee.
Der hatte keine Zeit. War der schon mal hier? Das ist Thomas Anders, aber ist einer meiner Traumgäste. Der war schon mal sogar mal in meiner Show vor 10 Jahren. Ich glaube, auch jetzt, wo Dieter Bohlen sein großes Solo-Comeback startet, hat Thomas Anders durchaus Interesse, auch mal in den Medien darüber zu reden. Ich dachte, mit 250 Euro kommt der. So, Pierre, das ist lieb, dass du die Rolle des Gastgebers übernimmst. Da merkt man, du bist ja deutlich professioneller Fernsehmoderator. Das stimmt überhaupt nicht. Du bist doch auch schon, du machst den Job doch auch schon ganz lange. Jetzt hör auf, dass wir uns hier gegenseitig selbst beweihräuchern. Bei dir war das ist keine Beweihräucherung, das ist nur eine Feststellung, wie lange du den Job schon machst. Das ist ein großer Unterschied. Bei dir war in jungen Jahren schon klar, der kleine Pierre M. macht irgendwann mal was mit Medien. Denn es gibt dieses zauberhafte Foto von dir. Ich muss zugeben, es ist ein sensationelles Foto. Das Foto ist sensationell. Das hätte ich mindestens als Autogrammkarte mal rausgebracht. Das ist eine super Idee, weil die SWR-Autogrammkarten sind wirklich das Grauen. Die sehen aus wie so SPD-Wahlkampf-Flyer. Das wäre super. Da warst du 2 Jahre alt, ne? Nach dem Nutella-Fleck an der Lippe zu urteilen, war ich da 2 Jahre alt. Was ist mit der Körperstatur in den 40 Jahren danach passiert? Wie konnte aus dem kleinen, dicken Pierchen dieser in Anführungszeichen... Ja, sag's ruhig. Dieser dünne Lulatsch werden. Ich versuche zuzunehmen, es geht nicht. Ich muss mehr Antipasti essen. Mehr nur das Öl von der Antipasti. Ich war bis zu meinem 12. Lebensjahr oder ein bisschen drüber sogar noch auch ein dickes Kind tatsächlich. Und habe, das ist glaube ich auch so was, wenn man schon von vornherein hässlich ist, dann muss man so viel kompensieren, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als lustig zu werden. Und das sieht man da. Das wäre heute, würde sofort Wilson Gonzalez Ochsenknecht eine Anti-Instagram-Kampagne machen gegen Eltern, die sowas online posten, oder? Aber er hat ja recht damit. Also er hat Kinder... total recht damit. Und ich finde auch, ich möchte heute meine Eltern verklagen. Wenn die Geld hätten, würde ich die jetzt ausnehmen. Haben sie nicht? Nö. Du bist groß geworden in der Nähe eines Hühnerstalls. Auch da gibt es ein schönes Foto von dir. Das ist übrigens lecker, was hier das sind Kartoffeln. Da gereicht wird. Ne, der Fisch aus. Der Fisch ist super, ne? Was ist das? Guck mal hier. Da sieht man... Die dicken Eier hatte er schon. Die er braucht im Showgeschäft, die hatte er schon. Das sieht sehr ländlich aus. Das ist, ich bin gar nicht so ländlich aufgewachsen. Ich bin in Karlsruhe, wo ich gerade wieder wohne, auch aufgewachsen. Das ist natürlich für den arroganten Großstadt-Hipster in Köln ist das auch Land, aber das ist eine Großstadt. Ich bin in einem Ort groß geworden, der hieß eigentlich Uterlande, aber weil da mehr Kühe als Menschen waren, haben wir den Euterlande genannt. Wie viele Einwohner? Nicht viel. 200 irgendwas. Na gut, das ist dann kennst du ja Land nehmen. Ja. Aber das war nicht mein Land. Wir haben ein Gartengrundstück. Meine Eltern haben ein gepachtetes Gartengrundstück seit 42 Jahren. Mhm. Und das ist auch ein Teil meiner Kindheit gewesen. Und wir hatten immer Gänse und Hühner und Hunde. Also Hühner und Hunde jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang, dass man die paart und guckt, was rauskommt, weil das funktioniert nicht. Jede Menge Tiere. Und es ist sehr schwer, auch als erwachsener Mensch, einen Huhn zu fangen. Probier das mal. Kennst du vom Wochenende, ne? Bin ich betrunken. Ja. Ich konnte das als Kind schon. Und das fanden wohl Erwachsene immer sehr beeindruckend, dass dieser kleine, schmutzige, rothaarige, hässliche, dicke Junge es fertig bringt, Hühner zu fangen. Lass uns einen kurzen Markus-Lanz-Moment erzeugen. Dann musst du mich unterbrechen. Nee, stimmt. Sehr gut. Stimmt die Geschichte, dass dein Vater mal mit einem Huhn in den Kindergarten gekommen ist? Das stimmt tatsächlich, also nicht ganz, Markus. Aber Markus ist ja das Schöne. Markus Lanz hat aber auch Stiefeletten an und sitzt dann immer. Das ist der einzige Mann, der Chelsea Boots zum Anzug trägt und es sieht immer gut aus. Alles was es sieht immer gut aus. Es ist so widerlich. Das ist so der Neid von uns Haarlosen. Total. Es ist also auch, nee, Haar ist ja das eine, aber das ist ja auch die ganze Mimik. Er ist wirklich, eine Hollywood-Star. Er ist fürs Fernsehen erfunden worden. Genau. Und dann ist der auch noch nett. Ja. Grauenhaft. Wovon hatten wir es gerade? Wo waren wir stehen? Wir sind stehen geblieben bei der Geschichte deines Vaters, die du erzählen wolltest. Im Kindergarten haben wir Bauernhof gemalt. Und alle Kinder, oder die meisten Kinder, haben Hühner mit 4 Füßen gemalt. Und ich hab das natürlich richtig gemalt, als Streber. Und natürlich, weil ich mit diesen Tieren aufgewachsen bin. Du wusstest, die haben 2 Beine. Ja, stimmt. Entschuldigung, seit 1 Publikum. Hühner haben 2 Beine. Das habe ich zu Hause erzählt und dann hat mein Vater gesagt, das kann also gar nicht wahr sein und wir hatten zu der Zeit gerade kleine Küken. Und dann ist er mit so einer Kiste in den Garten und hat die ganzen Küken eingeladen und ist spontan in den Kindergarten gefahren am nächsten Morgen und hat diese Küken gezeigt. Und das war natürlich eine riesen Party, weil Küken sind einfach wahnsinnig süß. Und flauschig. Total. Bevor die in den Schredder geworfen werden. Genau, ja. Und dann sind wir alle zu Kentucky Fried Chicken und haben gefeiert. Das ist die Ironie, die dafür sorgt, dass man nie erfolgreich wird. Das stimmt. Ja. Oder? Ist das manchmal eine Gefahr, wenn man...
wenn man einfach immer glaubt, nochmal einen Spruch drauf machen zu müssen, dass der Durchschnittsfernsehzuschauer sagt, ja, aber wenn man, also ich glaube, darauf darf man nicht zu viel Rücksicht nehmen. Also das ist auch was anderes, wenn du merkst das ja, wenn du vor Live-Publikum spielst oder arbeitest oder eine Sendung aufzeichnest, dann merkst du ja tatsächlich, ah ja, dann musst du dir ein bisschen mehr Zeit lassen, bis die Welle ganz hinten auch angekommen ist und dann jeder reagiert hat. Da gleicht man sein Timing an. Aber ansonsten kann man nicht auf jeden Rücksicht nehmen, finde ich, oder? Also ich tue es natürlich. Mhm. Ich rede ja von Mann. Mhm. Was ist das für ein Fisch? Das ist einer, der hat so eine silberne Haut. Mhm. Ich tippe auf Dorade, um ehrlich zu sein. Dorade ist gut. Ohne dass ich es weiß. Darf man Dorade noch essen? Überhaupt? Ja. Wegen Überfischung und. Ja, ist Dorade nicht auch mit Untermahnen? Nee, ist kein Zuchtfisch, ne? Doch. Nee, den kannst du noch richtig. Den fängt man noch im Mittelmeer. Auf Mallorca gibt's den, also kommt der aus dem Mittelmeer. Der wird direkt dort wird der aus dem Meer gezogen. Wie bist du dann von dieser Gegend rund um den Hühnerstall in diese andere Welt gekommen, die auch gelegentlich geprägt ist von wilden Geflügel, also in die Fernsehunterhaltung? Also direkt dorthin ist natürlich also, ein langer Weg. Ich habe sehr früh festgestellt, dass ich Spielfreude besitze und Freude daran habe, in irgendeiner Form Kreativität auszuleben. Das habe ich lange getan. Irgendwann hatte mein Vater eine Fernsehkamera im Hühnerstall gefunden und dann habe ich den Stop-Motion-Film erfunden. Das habe ich gemacht. Ich habe den Stop-Motion-Film. Das waren die Lego-Figuren, die man quasi dann immer so ein Stück weiter bewegt hat? Genau, Lego-Knet geht auch sehr gut. Geht auch Playmobil. Und jeder Gegenstand eigentlich. Und das habe ich erfunden. Das wissen die wenigsten. Und damit habe ich dann angefangen, Filme zu machen. Und da wusste ich, who the fuck ist Roland Emmerich? Ich bin der Neue. Roland Emmerich hat, glaube ich, einen Oscar für Special Effects bekommen. Sag ich ja, meine ich ja. So. Auch schon, da muss auch Respekt vor denen haben, die es geschafft haben. Absolut. Was haben deine Eltern, das war sowas, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Was hast du von deinen Eltern mitbekommen? doch, das schon auch, ja. Ja. Ich komme tatsächlich aus einem sehr einfachen, armen Elternhaus. Ich bin ja als Waisenkind im Wald unter Wölfen aufgewachsen. Das ist jetzt gut. Nein. Aber diese Schule, die so Typen wie du durchgemacht haben, also im Sinne von, warst du in der Schule? Warst du in der Schule? warst du in der Schule auf der Beliebtheitsskala von 1 bis 10, warst du wo? Was ist 10? 10 wäre sehr gut. 10 wäre All-Time-Favorite, du kommst in die Schule und man sagt, hier, den Kakao habe ich schon für dich gekauft. Nein, um Gottes Willen, nein. Immer eher unbeliebt. Mhm. Und dann, das hat sich geändert. Ich war ja, ich bin ja von mehreren Schulen, sagen wir mal, ich bin unehrenhaft entlassen worden. Ist das so? Ja. Zum Tadel und Verweis? Ja, also, oder mit wegen Überqualifikation. Das ist meine Interpretation. Weil ich den anderen Schüler immer ein Stück voraus war. Ich habe Scheiße gebaut, glaube ich, das war der Grund. Und irgendwann war ich dann auf einer Schule, da war das gut und da ging das besser. Und da konnte man, das hat man auch dann gemerkt, was das bringt, wenn eine Schule für Kinder, die vielleicht jetzt im, sagen wir mal, in diesem schulischen System nicht so gut aufgehoben sind, aber man bietet ihnen Möglichkeiten, ihre Talente in AGs und so weiter etwas auszuleben. Also Schule? Schülerzeitung, Video-AG und solche Sachen. Das haben ja nicht alle. Das hat mir geholfen. Und da habe ich dann ein bisschen wieder zu Selbstbewusstsein gefunden. Mhm. Und auch das, was ich heute mache, so ein bisschen angefangen zu lernen. Also die Frage, die hinter dieser schwierigen Formulierung steckte, war, muss man einfach auf dem Schulhof so ein bisschen auf den Sack bekommen haben, um diese Energie zu entwickeln, zu sagen, später, ich zeig's euch allen. Also das sage ich auch gar nicht zum Kokettieren. Das bin ich gar nicht. Also ich bin auch nicht so ehrgeizig. Mir geht es wirklich nicht darum, Rache auszuüben oder jetzt zu sagen, guck mal, ich hab's ja auch nicht geschafft. Also wann hat man's denn geschafft? Ich würde das nie behaupten. Also da gibt es andere, die wahrscheinlich mit mir auf der Schule waren, die haben viel, viel interessantere und erfolgreichere Leben vorzuweisen. Wenn sie zum Beispiel Häuser gebaut und Kinder gezeugt haben, habe ich ja nicht. Interessanter als das? Ja gut, aber das ist ja eher, wenn ich mir das angucke, ich find's deprimierend. Ne? Deprimierend war auf alle Fälle, dass du das mit dem Studium nicht so ernst genommen hast? Das mit dem Studium, ich habe ja in Köln studiert, in der wunderbaren Stadt Köln.
wurde irgendwann zwangsexmatrikuliert, weil ich da nicht mehr erschienen bin. Und weil ich die meiste Zeit mich mit meiner Kurzfilmsache beschäftigt habe. Und dann blieb ich aber da immatrikuliert. Und dachte, Köln ist doch so eine Stadt, da wird doch das Fernsehen gemacht und so. Und dann, als ich jedoch in Köln war, habe ich das Angebot damals vom SWR bekommen und bin dann von Köln nach Baden-Baden gependelt. Als jemand, der mal in Karlsruhe gelebt hat. Absurd, ne? Das Leben. Das war der Junge, kommt nach Hause? Es ist nach 12, man muss ein bisschen Erotik aufnehmen. bisschen Erotik. Ich habe vorhin auch, glaube ich, gespuckt. Ich hoffe, man hat es nicht gesehen. Doch, du hast, wenn die Kamera das einmal groß zeigen darf, das ist natürlich auch tricky ein bisschen, ne? Wenn man mit nicht gespuckt. Wenn man mit der Tomate arbeitet und man möchte sie schneiden und dann platzt das Tomätchen und sabbert den ganzen Tisch ein. Ja, das tut mir leid, ich mache das weg gleich mit meiner Serviette. Weil das ist ein teurer Eichentisch. Das ist... Muss man aufpassen, ne? Auch mit Kerzen. Eiche brennt sehr schnell. Pierre M. Krause macht den Tisch sauber, meine Damen und Herren. Ist mein heutiger Gast hier bei uns in der Dinnerparty in Sat 1. Werbung! Jetzt, ja, das kennst du beim SWR-Fernsehen. Pass auf, jetzt kommt Wichtiges vor der Werbung, muss man immer zu Hause sagen, warum man unbedingt dranbleiben sollte. Ich habe den Knaller jetzt. Warum Pierre M. Krause mal im Schlafzimmer vom Wendler gelandet ist und auch von Harald Glöckler, erfahren Sie direkt, wenn Sie dranbleiben. War professionell, ne? Ist mein Anwalt hier? Pierre M. Krause ist mein heutiger Gast in der Dinnerparty in Sat 1. Was wird da gelacht? Ich hab jetzt den ganzen Werbeblock angeschaut und nichts gegessen. Und in dem Augenblick, wo wir wieder auf Sendung sind, habe ich mir was in den Mund gesteckt. Wie blöd. Das ist wirklich ein Anfängerfehler. Aber das mit der Werbung kennt der Pierre nicht, denn er macht Fernsehen beim SWR. Jede Woche, seit 14 Jahren, gibt es eine neue Ausgabe der Pierre M. Krause Show. Wie sehr nervt es dich, dass die Chefs von großen Fernsehsendern nicht sagen, den Typen holen wir uns? Eigentlich nicht. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich würde mir schon wünschen, dass in diesem Kosmos der SWR ist ja schon ein Nischensender. Es ist ja ein regionaler Nischensender, ne? So wie der WDR ja auch. Ja. Auch wenn er natürlich als urbaner Sender vielleicht größer wahrgenommen wird. Aber es sind dritte Programme. In diesem Kosmos finde ich schon, verstehe ich nicht ganz, warum man da nicht sagt, das könnte man prominenter platzieren oder ein bisschen größer machen. Aber mein großes Ziel ist es jetzt nicht, die Samstagabendshow zu machen. Ich finde das, weil sobald... Also Gottschalk-Leben wäre nicht dein Leben? Doch, das Gottschalk-Leben, das er heute führt, wäre schon mein Leben. aber ganz sicher. Und das, was er damals geführt hat, eigentlich auch, weil er war dann ja immer, wenn Wetten, dass aufgezeichnet, live gesendet wurde, flog er ja direkt nach Malibu und blieb da und war da sozusagen alleine und wurde in Ruhe gelassen. Das ist eine Qualität übrigens auch, so ein bisschen in Ruhe gelassen zu werden, finde ich tatsächlich. Und, aber das... Aber wenn du in Karlsruhe beim Bäcker stehst, kommt doch bestimmt die eine oder andere Dame über Ü50 an. Ich kann diesen Dialekt leider nicht so, aber... Willst du damit etwa implizit sagen, dass das Publikum der ARD älter als 50 ist? Ich möchte gar nichts sagen. Ich gucke auf Zahlen und Fakten und sage... Ich glaube, es ist älter als 70. Ja. Aber abgesehen davon, was mein großes Problem wäre, ist, wenn du wirklich eine Show machst, die am Abend 5 Millionen Leute schauen. Ist das heute noch so? Ich weiß gar nicht. Wie viele Millionen Leute schauen denn jeden Tag? Ich glaube, es gibt immer noch Sendungen wie das Dschungelcamp, die kommen da ran, ne? Ja, genau. Ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel. Ich glaube, man ist heutzutage froh, wenn man so 2 bis 3 Millionen hat. Na gut, da bin ich ja ganz gut dabei. Ich habe den Menschen vor der Werbung versprochen. Ach, ich wollte noch sagen, ja, dann hast du so viele Leute, die dann mitreden. Und so viele Redakteure, die dir sagen, was lustig ist. Und ich glaube, das würde ich nervlich auf Dauer nicht ertragen. Weil du gern dein eigener Chef bist, du schneidest selbst bei dir in der Pierre M. Krause Show die Einspieler, schreibst du selber, sitzt mit im Schnitt? Zum größten Teil. Wir haben inzwischen auch Gott sei Dank, eine Auslagerung, einen Teil der Filme an eine Produktionsfirma. Ich bin natürlich trotzdem mit dabei und inhaltlich beteiligt, aber ich muss nicht mehr alles selber schneiden. Aber ich mache auch immer noch Filme für die Show, ja, und mache das Inhaltliche selber. Wie kommen wir jetzt aus dieser Situation in das Schlafzimmer vom Wendler? Keine Ahnung, aber ich kann dir sagen, wir sind beide zu alt. Du hast neben der Pierre M. Krause Show ein anderes tolles Fernsehformat, das Krause kommt heißt. Ja. Da darfst du im Leben von Prominenten 2 Tage verbringen. Ja. Und hast unter anderem auch 2 Tage mit dem Wendler verbracht und mit Harald Glöckler. Ja, unter anderem, ja. Aber das sind so die Sendungen, die immer zitiert und die so ein bisschen rausstechen. Ne? Na, du warst doch bei Toni Marshall und... unter anderem, ja. Und wie sie alle heißen. Wer hatte das schönere Schlafzimmer, der Wendler oder der Glöckler? Na, der Glöckler hatte ja ein Gästehaus. Wir wurden dort empfangen, erstmal von seinem Bodyguard. Er hat immer einen Security-Mann dabei gehabt.
Und dieser Security-Mann hat, das war vor allem ein Viren-Security-Mann, der hat nämlich, was ich aber sehr sympathisch finde, der hat an seinem Gürtel so ein, wie die Maskenbildnerin das ganz oft haben, so ein Handdesinfektionsgel gehabt. Und der Glöckler konnte immer hingehen und sich die Hände an dem desinfizieren. Also eigentlich war das ein laufender Handgelspender mit Muskeln. So. Und der kam zuerst und wies uns ein und sagte uns, dem Team, dass wir jetzt alle in diesem Gästehaus, das schnuckelige 5 Quadratmeter Gästehaus, warten sollen, bis der Herr Glöckler kommt. Und sagte so ein paar Regeln. Dazu gehören nicht die Hand geben, verständlicherweise, finde ich aber absolut sympathisch. Will ich ja auch nicht. Darfst du auf dem Amt auch nicht mehr. Auch großer Aufkleber, genau. Hallo, wegen Infektionsgefahr, bitte nicht mehr die Hand geben, setzen völlig, Sie sich hin. Völlig ja. berechtigt. Und man möchte ja auch nicht jedem die Hand geben. Und du weißt ja auch gar nicht, wo hat der Typ, der die ganze Zeit mit seinen klebrigen Fingern am SQN mischt, diese Finger vorher gehabt? So, das verstehe ich. Dann durften wir den Hund nicht anfassen. Das fand ich schade, den hätte ich gerne angefasst. Ich mag Hunde sehr. Schon süß, ne? Der ist so sehr süß. Und Hunde sind immer, ich mag Hunde einfach. Und man durfte nur, ich glaube, rechts war es, nur rechts vom Herrn Glöckler stehen. Und das finde ich, wahrscheinlich ist das einfach auch erfunden. Es gibt gar keinen Grund dafür, aber ich finde es cool. Du hast jemanden, der kommt und macht völlig absurde Auflagen. Irgendwie benutzen Sie keine Worte mit Y, wenn Sie mit ihm sprechen. Sowas will ich auch. Und dann warteten wir so 20 Minuten in diesem Gästehaus. Und ich glaube, es ist wirklich so, wir warteten einfach nur, um zu warten. Der war natürlich fertig. Der ist ja ein Profi. Der ist ja hochprofessionell. Der hat uns einfach 20 Minuten warten lassen, um zu zeigen, mein Castle. Hier bin ich der Chef. So, genau. Ja. Und das darf der. Finde ich völlig in Ordnung. Und ab dann kann man ja alles im Internet noch anschauen. Wurde es halt so, wie es wurde. Es war so eine Mischung aus Faszination, ein bisschen Liebe auch, aber auch schon merkbar Abneigung. Also von ihm. Ich bin ja immer zugeneigt. Ist das so? Also wenn du zu Leuten gehst, wirst du grundsätzlich immer das Gute, auch wenn du vielleicht den Typen an sich vorher fraglich findest? Also ich will auf jeden Fall immer höflich sein. Mhm. Natürlich ist es total einfach. Und das Gute ist, ich habe den Ausgleich, da ich ja normalerweise Humorarbeiter bin. Also das heißt, ich kann all die Witze, die hab ich schon gemacht und die kann ich auch machen. Aber ich finde, wenn man jemanden zu Hause besucht in seinen privaten vier Wänden und dann auch wirklich so intim sagt, ich übernachte da und so weiter, dann ist wer schäbig, da unhöflich zu sein und Witze auf dessen Kosten zu machen. Außerdem ist es auch einfach. Also über einen Wendler, der auch, das meine ich jetzt gar nicht so abgehoben, wie das jetzt mal klingt, aber es ist leicht, einem Wendler intellektuell überlegen zu sein. Ne? Das sind wir alle. Und also jetzt klingt es böse, aber es ist leicht, Witze über jemanden zu machen, vielleicht aber auch so in seiner Gegenwart, ohne dass er sie merkt und später montiert man es zusammen und dann steht der blöd da und du hast einen Gag gemacht. Und das will ich gar nicht. Also vor allem nicht, will ich grundsätzlich nicht, aber in diesem Format gar nicht. Und da muss man halt mit einem Wendler genauso respektvoll umgehen, wie mit jemandem, den man auch wirklich gut findet. Ob du das immer tust, kann es ja vielleicht der Überraschungsgast sagen, der jetzt gleich herauskommen wird, lieber Pierre. Der Wendler? Es ist nicht der Wendler. Ich bin so gespannt. Wer ist der Überraschungsgast? Ich habe gesagt, es ist jemand, der dich schon sehr lange in deinem Leben begleitet. Ich glaube, ihr habt euch aber auch lange nicht mehr gesehen. Wir haben es lange nicht mehr gesehen. Ich gebe dir einen Tipp. Ja? Das Jahr 1982. Da war er unter 14 und in Nordrhein-Westfalen der beste Heimorgelspieler des Landes. Nein! Ach, wie wunderbar! Meine Damen und Herren, hier ist Mambo-Kurt! Das gibt's ja nicht! Ja, das ist ja wunderbar! Am allerwenigsten hätte ich mich hingerichtet, Digga. Dann hat sich das ja gelohnt. Ah, wie schön. Hallo Mambo. Schön, hi. Hey, schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Ah, das ist toll. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Nimmst du ein Rotweinchen? Natürlich nimmt er ein Rotweinchen. Eigentlich ein Kasten Oettinger, ja. Aber heute nehme ich auch ein. Ach, das freut mich, dass diese Überraschung gelungen ist. Ja, das ist wirklich gelungen. Ich habe lange überlegt, mit wem kann ich dir eine Freude machen. Und du hast die Disco-Kugel dabei. Ja, natürlich. Und Mambo Kurt war wie viele Jahre der Bandleader in deiner PM? Die meiste Zeit, die längste Zeit. Und irgendwann... Oh, gerne. 11 Jahre. 11 Jahre, ja. Und 11 Jahre saß du mit deiner Heimorgel in diesem Fernsehstudio. Nein, mit der Heimorgel vom SWR. Die mussten eine kaufen, weil ich keine dafür hatte. Die sind selten. Der SWR hat eine gekauft. Ich habe gesagt, wo sie die abholen müssen. Dann ist der SWR da hingefahren und hat so einer Oma für 200 Euro eine Heimorgel abgekauft. Und die ist jetzt auch, wo ich nicht mehr in der Sendung bin, in den Fundus des SWR übergegangen. Das stimmt, ja. Eigentlich müsste die in so ein Museum, finde ich, oder? Eine von mir steht schon im Museum, im Orgelmuseum in Österreich steht meine erste Heimorgel, die ich jemals gekauft habe. Und du bist ein Typ, der auch in diesem Jahr wieder
mit der Heimorgel spielt, und zwar in Wacken. Natürlich. Ich spiele in Wacken. Das ist das größte Heavy Metal Festival der Welt, für die Menschen, die das nicht kennen. Ja, da spiele ich mit der Heimorgel. Und spielst dann Highway to Hell auf der... AC/DC. Ja, ja, ich muss es kurz, weil ich habe heute noch, ich muss kurz ein Foto aus meinem Handy holen. Darf ich das? Ist das okay? Ja, bitte, 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 bitte. Ja, redet weiter. Der Pierre hat gerade gesagt, er wäre immer höflich. Hast du ihn auch mal... Nein, Pierre ist immer höflich, immer hochprofessionell, immer höflich. Er hat einige Sachen gerade eben gesagt, die nicht stimmen, aber ich habe... Sag mal, was habe ich gesagt, was nicht stimmt? Vergessen. Was hat er sich ausgedacht? Er hat den Partygedanken zu sehr unter den Tisch fallen lassen. Partygedanke heißt am Anfang, als wir in einem etwas kleineren Studio noch waren, also als ich angefangen habe dort, jetzt ist er ja im größten Studio der ARD gelandet. Ja, da waren wir die einzigen, außer den Volksmusikanten, die einen Tapeziertisch voll Alkoholiker hatten. Ach ja, und es vor der Sendung oder nach der Sendung? Sowohl oder während als auch. Der Sendung? Immer, immer. Das hat auch bei einigen Gästen dazu geführt, Originalzitat Frank Zander, gib mir mal einen, damit ich die Augen aufkriege. Ja. Das ist wirklich, ja. Das sind die Momente. Ja, und jetzt fällt mir ein, was Pierre hat eben zu sehr unter den Tisch gestellt. Es sind nicht nur alte Leute in dieser Sendung. Also wenn einer hier abräumen kann, nach Belieben, bei den Damen. Also, er wird regelmäßig eingeladen, sofort nach der Sendung in Urlaub zu fahren. Ja, ich würde mal noch zum Gardasee. Er hätte mit so einer Blondine zum Gardasee fahren können. Und wir standen alle so und dachten uns, was geht ab? Warum fragen Sie ihn jetzt? Also, er könnte sie alle haben. Du hast danach noch gesagt, Pierre, warum hast du das nicht gemacht? Ja, ich hätte es gemacht. Was ist es, was das ausmacht, Pierre? Was das mit mir? Nee, dass die Chicks so. Da ich nehme das ja gar nicht so wahr. Ich bin immer noch der Schüler damals. Die Kurve ist weg, ne? Von damals. Ich bin. Wo bist du im Level von plus 10 bis minus 10 oder wie? Derzeit starke minus 8. Aber es will. Deswegen das schwarze Hemd? Ja. Und auch, weil ich weiß, dass es spritzende Tomaten gibt. Ich muss mal ein Bild zeigen, weil ich habe heute erst ein Bild tatsächlich gesehen. Das ist das hier. Ich zeige es dir und dann zeige ich es der Kamera. Die Maske. Das ist eine Maske. Ja, die Maske. Ist wirklich lustig, weil ich es heute erst gesehen habe. Ich wollte dir das schicken. Ja. Was ist das? Das ist Mambos Kopf von einem von so einem Maskenschnitzer. Aus dem Schwarzwald. Aus dem Schwarzwald. Mhm. Da haben wir gedreht und der hat diese Maske und die hat er nie sozusagen fertig gemacht und hat dann irgendwann dieses Bild geschickt. Ja. Und ich habe dir nie die Maske zukommen lassen. So, das ist nicht schlimm, aber ich kann kontern. Ich habe auch ein Bild dabei. Also? Ja. Erste Sendung war das. Da war ich dabei. Wo Ernie und Bert zu Gast waren. War das deine erste Sendung? Ja. Darf ich kurz fragen, warum man Ernie die Augen verbunden hat? Was ist da passiert in der Sendung? Ja, das ist so ein bisschen... Was durfte er an Bert nicht sehen? Das, wenn man an den Puppen erklärt, was hat der Mann mit dir gemacht? Nein, also der hat geschlafen noch, der Ernie. Wann war die erste Sendung? September 2006. September 2006. Also meine, wo ich mitmachen durfte. Aber da hat sich jetzt nicht viel verändert, ne? Ich bin das. Du bist aber sehr höflich. Es hat sich total viel verändert. Ich sehe heute Bilder und... Bald sieht er aus wie ich. Oben, ich habe hab ja noch Haare, ich kämme schon immer Haare in die Stirn. Ne? Das ist ja nicht kein... das ist das Konzept. Das ist mein USP, mein Wiedererkennungswert. Ich freue mich so, dich zu sehen. Folge 100 war das. Das erste Mal überhaupt in meinem ganzen Leben, dass ich links von ihm sitze. Normalerweise habe ich immer recht. Eben erzählt er noch, wie der Glöckler hätte seine besonders schöne Seite. Ja, man dürfte wirklich nur in der Sendung, klassisch. Also, Pierre ist da ja Traditionalist. Die Band hat von ihm Stage rechts zu sitzen. Ich muss das jetzt erzählen, Mamo, weil es war Sendung 100. Die ersten 100 Folgen gab es keine Showband. Da gab es natürlich alles aus Geldgründen. Ich habe für einen Carsten Oettinger pro Sendung das gemacht. Und das ist kein Witz. Und dann hatten wir hatten die 100. Sendung und da hatten wir zum ersten Mal Publikum. Und da haben wir gesagt, hauen wir auf die Kacke, 100 Sendungen, Leute, wer weiß, ob es noch 105 werden. Ne, heute sind es 570. und dann warst du da Gast, du warst normaler Gast, hattest irgendwas zu promoten, hast da auch gespielt. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn der schon mal da ist, dann machst du auch Showband, weil ich natürlich auch großer Fan und so. Und dann, es hat so gut funktioniert, willst du nicht unsere Showband sein? Dann hat Mambo tatsächlich ein halbes Jahr lang... Drei Monate. Oder ein Vierteljahr, genau. Für den Carsten Oettinger, weil er Spaß dran hatte, die Showband gemacht. Ist aber davon ausgegangen, dass das bei uns jede Woche so ist, genau. Wie bei der 100. Sendung, wo natürlich danach eine Riesenparty war. Du warst also nur fürs Catering da. Ich muss dazu sagen, bei der allerersten Sendung hatte ich es echt auf so eine ganz hübsche Schwarzhaarige abgesehen. Das war seine Freundin, das wusste ich aber nicht. Also ich dachte wirklich, das geht da immer so drunter und drüber. Und dann habe ich bei der nächsten Sendung, habe ich dann bei der Produktionsleitung für 3 Tage Hotel bestellt.
Die hat mich angeguckt, als sei ich vollkommen bescheuert. Was ich 3 Tage in Baden-Baden will, da hängt man normalerweise tot überm Zaun. Man muss aber dazu sagen, dass du ja quasi wusstest, wie es im Showgeschäft läuft. Na, im Metal-Geschäft, ne? Ja, ja, Moment. Du warst ja, bevor du bei Pierre quasi Studio und Late-Night-Band warst du bei Veronas Welt. Da habe ich dich zumindest das erste Mal gesehen. Das stimmt. Ich war bei Veronas Welt, allerdings nicht in der echten Funktion eines Late-Night-Musikers. Ich hatte einen Knopf im Ohr und kriegte von der Regie immer gesagt, guck mal. Und dann habe ich geguckt und dann haben die mich geschnitten. Das war eigentlich mein einziger Job. Also hast du auch ein bisschen Musik gemacht. Ja, aber nicht ganz so, also nicht so viel wie bei Pierre. Ich war deutlich reduzierter dabei, Verona. Das war für mich damals natürlich der völlige Einstieg in das Showgeschäft. Und ich hatte die ganze Zeit den Studioton aus der Regie von RTL auf dem Ohr. Das war die härteste Prüfung, die man einem Neuling machen kann. Meine Damen und Herren. Das finde ich nicht lustig. Tiefpunkt in der Geschichte der Dinnerparty ist erreicht. Mambo Kurt, danke dafür. Dabei hätte ich jetzt gedacht, so Verona Feldbusch hätte dich entdeckt, hätte dich groß gemacht, hätte gesagt, der Typ hat musikalisches Talent, der muss vor die Kamera. Wenn der in die Tasten haut, groß gemacht hat mich Pierre. Das ist ja auch Aber er hat nie mit dir gesungen, oder? Doch, wir haben oft gesungen. Ja, ja. Er singt sehr enthusiastisch. Ja, ich hab das Gegenteil gehört. Deswegen. Ich kann überhaupt nicht singen. Ja, Moment, wenn man enthusiastisch ist, heißt das ja noch nicht, dass man es gut kann. Jetzt schon? Darf ich? Ja, nein, wir singen auf, nicht My Way. Nein! Ich muss die Geschichte dazu erzählen, weil sonst damit Sinn ergibt. Erzähl die Geschichte schön lang, weil dann können wir einen richtig, richtig geilen Spagat bauen über die Werbung hinweg. Das ist wichtig. Ah, ich erzähle die Geschichte also nur für uns. Toll, und Sie gucken so lange Werbung. Nein. Also, was hat es damit auf sich? Man hat mir vorher gesagt, wenn Mambo Kurt in der Sendung ist und wenn der seine Plastikheimorgel dabei hat und wenn der My Way anfängt zu spielen, dann könntest du nicht anders als mitsingen. Und das, obwohl du wirklich nicht oft singst. Das stimmt. Wir haben mal ein Konzert gegeben, Mambo und ich, in einem Altenheim in Baden-Baden. Für die Late-Night-Show. Für die Late-Night-Show. Und wir haben... Das Fernsehrat, war, oder? Genau. Es war Rundfunkratssitzung und da dachten wir, spielen wir. Oh, ich hatte eine Kasse gemacht, für jeden Witz, den ich über Baden-Baden mache, spende ich privat da 5 €. Und es kam einiges zusammen, das wollten wir übergeben. Und dann haben wir ein Konzert gemacht in einem Altenheim und haben Klassiker wie My Way, ich glaube, 5-mal gesungen. Und so ist das ein bisschen entstanden, dass wir im Warm-up der Show immer My Way gesungen haben. Aber das funktioniert natürlich nur mit Publikum. Oder wenn wir jetzt hier auf dem Sender sind. Ja, komm, dann sing mit, du singst mit. Du steckst immer einfach. Ich brauche eine Bridge, du weißt, ich kann nicht mit dem... Das stimmt. Freunde, entschuldigt, ich muss euch kurz aufklären, ne? Ja. Wir sind hier im Privatfernsehen. Das heißt? Goldene Regel im Privatfernsehen, Highlights immer erst nach der Werbung. Ach, die Werbung kommt erst noch. Ach, ich dachte, es war gerade schon Werbung. Er hat wirklich keine Ahnung. Meine Damen und Herren, seien Sie live dabei, wenn hier in der Dinnerparty Mambo Kurt in die Tasten haut und Pierre M. Krause dazu My Way singt in einer Interpretation, dass selbst Robbie Williams weinen würde vor Rührung. Ich würde zu Telefilm schalten. Meine Damen und Herren, wenn in Sat.1 die Disco-Kugel blinkt, gibt es kein Halten mehr. Die Dinnerparty ist zurück mit Pierre M. Krause, dem Gastgeber der Pierre M. Krause Show. Sein Überraschungsgast heute ist Mambo Kurt. 11 Jahre lang hat er sich die Finger blutig gespielt in der Pierre M. Krause Late-Night-Show im SWR-Fernsehen. Und heute gibt es quasi die Reunion. Und man hat mir gesagt, wann immer Mambo auf dem Tasteninstrument My Way anspielt, kann Pierre M. Krause gar nicht anders als laut, nicht schön, aber laut dazu mitzusingen. Das stimmt überhaupt nicht. Kannst du so oder warte, ich hätte extra noch, warte kurz, ich hätte extra noch so ein geiles Showmuck. Ja komm, das ist gut. Now the end is near, I have to face the final curtain, my friend. To say clear, I state my case, of which I'm certain. Ich weiß den Text nicht mehr weiter, aber es ist schon sehr lange her. Du hast so gut gesungen wie noch nie. So gut hat er das noch nie gemacht. Viel weiter kommt Robbie Williams auch nicht. Absolut. Also. Und man muss auch sagen, normalerweise ist das vor Publikum. Und das ist die Stelle, da sind die Leute so in Ekstase vor Applaus, also dass ich nicht mehr weiter singen muss. Ja. Wo hast du das Vibrato her? Den habe ich noch. Das müssen wir kurz erklären, das ist was Stimmliches. Ja. Haben Sie in der Werbung gerade erklärt bekommen? Ist ja nicht schon das, spät. Was Sie denken. Super, super schön. Dies ist eine super schöne Überraschung. Ich freue mich wirklich sehr. Toll, das freut mich. Ja. Und dieses Jahr wieder Wacken, ne?
Jedes Jahr wacken. Jedes Jahr. Jedes Jahr wacken. Und egal wie zutätowiert die Menschen sind und egal wie dick die Lederkutte ist, die sie anhaben. Nein, das Heavy Metal Fans sind ja die liebsten Menschen auf der Welt. Das ist ja der größte Irrtum zu glauben, dass die seien irgendwie böse. Wacken ist einer der wenigen Orte auf der ganzen Welt. Ich habe nicht gesagt, Welt, dass sie nicht lieb sind. Nein, ich weiß, tätowiert und ich muss es noch mal hier ganz klar sagen. Wir waren mal zusammen da. Wacken ist der einzige Ort, einer der wenigen Orte auf der Welt, wo man jemandem sagen kann: Hier hast du mal 1000 Euro, halt die mal kurz für mich, ich muss aufs Klo. Und dann kommt man zurück und dann hat er die 1000 Euro noch. Also ja, Metal Fans sind die liebsten Fans auf der Welt. Und wir haben mal zusammen gespielt auf. Das stimmt. Ich glaube, wir haben My Way gesungen. Das kannst du sogar wirklich sagen. Das ist das Einzige, was du kannst. Ja, das ist einfach My Way. Moment, wo die ersten zwei Sprünge. Wenn er auf der Weihnachtsfeier so richtig einen Sitzen hat, eine Praktikantin links und eine rechts. Das stimmt überhaupt gar nicht. Immer My Way. Ich bin der Erste, immer My Way. Ich weiß noch genau, von wegen, die sind wirklich sehr friedlich, das war auch sehr lustig, aber. So nach 3 Minuten hat mir jemand einen Snickers an den Kopf geworfen. Okay. Wirklich, wahr. Das werde ich nie vergessen. Also und dann habe ich auch aufgehört. Ich habe das Signal verstanden. Vielleicht war das entweder BH oder Snickers. Nee. Die zwei Möglichkeiten gibt es an der Stelle. Vielleicht eine ältere Dame, der du zu dünn warst. Das kann sein. Das höre ich sehr oft, ja. Hörst du das oft? Ja. Junge, diesmal? Da geht es mir wie Lena. Ich habe da dieselben Probleme. Lena ist aber doch... Aber Lena macht Sport. Attraktiv. Und zwar 3x3 Stunden am Tag, glaube ich. Ja, ich. Und du? Nicht. Nee. Lena war auch bei uns in der Sendung damals. Gerade jetzt noch? Wieder bei uns. Achso, jetzt bin ich. Aber nicht, natürlich. Ich bin ja nicht mehr da. Du bist. Naja, ich wollte auf Urlaub. Ich wollte mal um die Welt fahren. Und man kann nicht um die Welt fahren, wenn man alle jede Woche nach Baden-Baden muss. Naja, so viel dazu. Und wir sind da noch immer, wo eigentlich noch Winterpause war, ist Mambo zu mir privat nach Hause. Das stimmt. Mit Anhang an Heiligabend nicht gekocht. Nein, im Januar. Das war der klassische Skiurlaub. Das war schön immer. Wir haben immer im Schwarzwald Urlaub gemacht und dann sofort in die erste Sendung. Also der Schwarzwald ist eine Reise wert, sag ich. Auch im Sinne von CO2 und so heutzutage. Also ein Traum, eine Traumdestination. Und Pierre? Auch wenn man mal Ruhe haben will vom Handy, weil da oben gibt es kein Handy. Und es kommt auch gar nicht so selten vor, Pierre, dass du im Wald unterwegs bist, ne? Das stimmt. Also ja. Das ist zumindest was Freunde über dich sagen. Der geht öfter mal gern im Wald spazieren. Ich mag Wald wirklich. Ich finde, Wald ist ein toller Ort. Du hast da deine Ruhe, es ist ein Meditativ. Es ist das Einzige, was man als sportlich bezeichnen könnte, das ich tue. Also in die Natur gehen, atmen, Ruhe haben. Geht ihr nicht gerne in den Wald? Jeder geht doch gerne in den Wald, oder? Ich habe mal im Wald übernachtet mit Peter Wohlleben. So, und jetzt du. Wer ist Peter Wohlleben? Entschuldigung, wer ist Peter Wohlleben? Das ist der Mann, der mit dem Wald spricht. Achso, Sat.1 habe ich vergessen. Entschuldigung, der schreibt Bücher. Bücher? Ja. Barbücher? Schön. Drehbücher? Ja, auch das. Ja. Hat jetzt auch ein eigenes Magazin. Simon, wann hast du dein eigenes Heft? Joko hat ein Heft, Barbara Schöneberger hat ein Heft. Dir steht ja einfach der Name im Eckart Weg, weil kriegt man Pierre im Krause auf dem Magazin drauf. PMK. Es gibt das PM-Magazin, vielleicht das PMK-Magazin. Ist so weit noch nicht weit weg, oder? Was halten wir davon, dass jeder Mensch, der sein Gesicht in der Kamera hält, jetzt auch noch ein Magazin hat? Oder einen eigenen Wein. Das ist die Alternative beim Aldi. Das stimmt. Ja. Ist auch Günther Jauch, was wir heute trinken, glaube ich. Selbstverständlich. Das ist das Blut von Günther Jauch, das wir heute trinken. Ich muss aufhören zu trinken. Ich trinke jetzt ganz wenig Alkohol. Und ich bin davon schon besoffen. Prost. Prost. Zum Wohl. Simon. So. Guck mal, ich habe das noch mein erstes Glas, möchte ich mal sagen. Ne? Können wir kurz ernst werden? Und ich habe schon My Way gesungen. Können wir kurz ernst werden? Mhm. Pierre Marcel. Der Personenkult, der um so manchen Protagonisten im Fernsehen betrieben wird, mit dem ja auch 2 bis 3 Euro zu machen sind. Wenn jetzt einer kommen würde und sagen würde, wir machen dieses Pierre im Krause Magazin, wie wird das aussehen? Was wäre da an Inhalt drin? Interessanterweise ist das eine Notiz, die ich mir heute auf der Zugfahrt ins Handy gemacht habe. Eigenes wirklich, Magazin. Auch das ist kein Witz. Als nächstes, einer der nächsten Desk Pieces, das ist in der Late-Night-Sprache, halt so ein Gag, den man vorbereitet und irgendwie anhand von Requisiten oder so zeigt, dass ich tatsächlich das parodiere. Das ist lustig, dass du das jetzt ansprichst. Ich weiß es noch nicht, weil ich würde mir in den nächsten Tagen darüber Gedanken machen. Aber es werden auf jeden Fall ein Starschnitt drin und Nacktfotos nur, wenn sie ästhetisch sind. In Schwarz-Weiß. Aber ich bin ja auch ein bisschen dafür da, hier die Wahrheit zu sagen. Er ist schon ein Mensch, dem Optik sehr wichtig ist. Also es wäre ein Magazin. Wird gar nicht so. Doch, doch, doch. Die Wohnung sieht aus wie schöner Wohnen. Meine Wohnung hat sieht aus noch wie diese 40 Quadratmeter unterm Dach? Oder ist das nur Legende? Du musst eine Null dran, dann bist du der Sache, kommst du der Sache näher. Aber er hat sogar eine Katze, die so hübsch ist, dass es, glaube ich, die hübscheste Katze auf der Welt ist. So eine hübsche Katze habe ich noch nie gesehen. Also ihm ist sowas was wirklich wichtig. Was ist das für eine Rasse? Die gibt es leider nicht mehr, die Katze. Wie ehrlich ist sie? Das wusste ich nicht. Oh, das tut mir leid. Ist okay, der ist okay. Das wusste ich nicht. Aber es ist so eine hübsche Katze gewesen. Das stimmt, es war eine sehr, sehr schöne Katze. Man kann sich auch gut erinnern. Sie lebt im Herzen. Ich weiß nicht, ich arbeite beim Fernsehen, ich habe keins.
gibt's nicht mehr. Aber vielen Dank, das ist total nett. Also es wäre was mit hübschen Sachen da drin. Ästhetik würde einen, würde einen großen Stellenwert spielen, ja, das stimmt. Bist du jemand, der so Wert auf skandinavische Möbel legt? Ich bin Fan von Designklassikern. Und ich habe mir jetzt auch kürzlich so ein paar, ich darf das sagen, es ist ein Designklassiker, es ist sozusagen ein historisches Stück. Und ich habe sehr lange darauf gespart und es mir nachträglich zum 40. Geburtstag gekauft, weil es so unfassbar immens teuer ist und ich ein bescheidener Mensch bin und nicht sozusagen dekadent leben möchte. Weil Gandhi einst sagte, Verschwendung ist Gewalt an denen, die nichts haben. Gandhi hat sich auch neben nackte Frauen gelegt, um sie nicht anzupassen. Du mit deinen nackten Frauen immer. Ich habe mir einen Eames Lounge Chair gekauft kürzlich. Ich finde, das ist eines der schönsten Möbelstücke der Welt. Wie viel Pierre im Krause-Schoß musst du für einen Eames Lounge Chair machen? Das willst du nicht wissen, das würde dich und mich depressiv machen. Ja. Aber damit verdiene ich ja die Kohle nicht. Ich verdiene die Kohle ja mit Werbung. Kommt jetzt Werbung? Ich wollte dir eine Überleitung schaffen. Okay. Nein, ich würde keine Werbung. Für was würdest du Werbung machen? Habe ich mich auch gerade gefragt. Wenn Sie mal fragen würden. Ich dürfte ja nicht. Ich bin ja beim Öffentlich-Rechtlichen. Da hätte ich auch tatsächlich. Moment, im Baumarkt zu eröffnen ist nicht wirklich Werbung machen. Ich habe auch noch nie im Baumarkt geöffnet. Aber das würde ich super gerne mal machen, Baumarkt eröffnen. Ich glaube, ich hätte selbst Probleme damit. Also ein Produkt. Also wenn ich jetzt auch so. Keine Ahnung, weißt du, hast du so ein Nestle-Produkt oder Coca-Cola Company? Ich hätte da die Schwierigkeiten mit, dafür Werbung zu machen. Für weil du. Hashtag Gewissen? Oder. Ja. Ja. Hashtag nicht meine Welt. Ja, also ich finde schon, wenn man auf der einen Seite so ein bisschen immer Haltung durchblitzen lässt, darf man auf der anderen Seite nicht sagen, na gut, da legt jetzt halt McDonald's 500.000 Euro hin, dann beiße ich halt mal in diesen Burger, den ich sonst in meinem Privatleben nicht esse. Da hätte ich ein Problem mit. Das sage ich jetzt, wenn morgen McDonald's mit 500.000 Euro kommt. Herr Krause, und Sie haben doch früher diese Stop-Motion-Filme gemacht. Ja. Für uns sind Sie nicht Moderator, für uns sind Sie ein Regie-Genie. Sie hätten die Möglichkeit, unseren neuen Big Mac, den wir jetzt übrigens in drei Größen haben, noch mal völlig neu zu inszenieren. Im Vitra-Design. Und wir träumen schon lange davon, dass unsere Big Macs sprechen können. Ja. Und vielleicht haben Sie ja noch jemanden für eine schmissige Melodie. Du warst bei einer Werbeagentur mal, oder? Überhaupt nicht. Ja, aber das ist genau der Sprech. Ist das so? Ich glaube nicht. Mit sowas kommen die um die Ecke dann? Ich wurde noch nie gefragt, glaube ich. Ich wurde noch nie für Werbung gefragt. Doch, nee, wurde ich nicht. Vielleicht, weil die Menschen einfach wissen, Pierre M. Krause ist ein gerader Typ. Bin gerader Typ, ich bin nicht käuflich. Bin nicht käuflich, ich mache für Geld nicht alles. Ja, zumindest nicht in dieser Sendung. Die hat jetzt auch ein Ende gefunden, leider Gottes. Das war die Dinnerparty. Blende mal ganz kurz meine E-Mail-Adresse ein, falls mich doch jemand anrufen möchte. Er ist erreichbar über die Zuschauer-Hotline vom SWR-Fernsehen. Da gibt es jeden Dienstag vor unserer Sendung um 23 Uhr. 23.30 Uhr, beste Sendezeit. Was soll ich um 0.15 Uhr sagen? Die Pierre M. Krause Show. Pierre, es war eine große Freude. Das war's schon. Schön. Mambo, die letzten Sekunden dieser Sendung gehören einem musikalischen Genie, meine Damen und Herren. Und lassen Sie sich nicht täuschen. Es mag nach chinesischem Sound aus Plastik klingen, aber es hat Seele. Mambo Kurt und die letzten Sekunden. Kann der nur das eine Lied? I have to. Natürlich, ja. Und es endet immer auf. Du musst es so enden lassen. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank, Sat1. Schön, mal wieder hier gewesen zu sein.